Hallo und willkommen zu einer neuen Let's Play-Serie eines ganz alten Spiels. Pokémon Feuerrot Edition. Das war tatsächlich eins meiner ersten Pokémon-Spiele, die ich wirklich richtig gespielt habe. Ich habe sehr viel Zeit reingesteckt und jetzt möchte ich das einfach nochmal mich auf die Reise der Nostalgie mit euch begeben. Vielleicht haben ein paar von euch ja auch Lust. Genau, dann schauen wir mal. Wir sind im Startmenü. Ach, vielleicht noch ein bisschen was Organisatorisches. Ne, paar Infos vorab. Die Folgen, ich versuche die so auf 30 Minuten Länge, zwischen 20 und 30 Minuten Länge zu halten. Und die werden immer Samstag und Sonntag morgens erscheinen. So ist zumindest der Plan. Und jetzt habe ich genug gequatscht. Starten wir. Ja, ich habe es gedrückt und es passiert was. Die Knöpfe und Tasten werden ihrer Wichtigkeit nach erklärt. Das können wir uns, glaube ich, sparen. Ja gut, wir haben Steuerkreuz, wir haben A, wir haben B, wir haben Start, wir haben Select und wir haben zwei Schultertasten. Das lese ich nicht alles vor. Den Text hier lese ich aber vor. Die Welt, in die du jetzt gelangst, wird dir ein Abenteuer bescheren, in dem du der Held bist. Rede mit den Leuten und überprüfe Dinge, wo immer du bist. In Städten, auf Straßen oder Höhlen. Sammle überall Informationen. Neue Wege werden sich auftun, indem du Menschen in Not hilfst, Herausforderungen meisterst und Rätsel löst. Manchmal wirst du von anderen herausgefordert und von wilden Geschöpfen angegriffen. Sei tapfer und lass dich nicht beirren. Während deines Abenteuers interagierst du hoffentlich mit allen möglichen Personen, um deinen Charakter zu festigen. Das ist unser Hauptziel. Na, ob mein Charakter noch fester geht, das schauen wir mal. Drücke den A-Knopf, um das Abenteuer zu beginnen. Ah, ist ja wie beim Zahnarzt hier. Oh, Professor Eich. Hallo. Herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere. Andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Zunächst solltest du mir etwas von dir erzählen. Verrätst du mir, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist? Die Frage ist nicht mehr politisch korrekt. Wir nehmen mal den Jungen. Wie lautet dein Name? Introvertiert? Introvert? Das passt nicht hin. Dann nehmen wir mein Given Name. Mein, ja, richtigen Namen. Lukas mit C. Weil ich so cool bin. Genau. So, einmal das. Was muss ich drücken? Start für... Alles klar. Genau, dein Name ist also Lukas. Jo, das stimmt. Dies ist mein Enkel. Von jeher wollt ihr einander übertrumpfen. Ach, ich erinnere mich an das Arschloch. Wie war noch gleich sein Name? Ja, theoretisch Gary, aber der sieht aus wie ein Kevin. Sorry an alle Kevins, euer Name ist ein Meme und ich brauche die Klicks. Kevin, 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 Kevin. Kevin. Wunderbar. Ah, war es Kevin? Und ob? Kevin, stimmt, es lag mir auf der Zunge. Lukas, eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt ein... Ach, da kommt noch mehr Text. Kurz gesagt ein Traum wird wahr. Der Text ist ein bisschen groß, ich entschuldige mich dafür. Falls das Lesen teilweise erschwert wird. Falls ihr euch gewundert habt, nee, das Spiel sah damals auf dem Game Boy Advanced SP nicht so aus. Hier ist ein Pixelfilter drüber. Sobald wir aus dem Haus hier draußen sind, werde ich euch mal kurz einblenden, wie es ohne den Filter aussieht. Also, ja. Ich finde den Pixelfilter, den benutze ich schon lange, wenn ich sowas mache und vor allem alte Spiele spiele, je nachdem welchen Emulator man benutzt, gibt es den auch und ich finde, der macht ein Bild, ein altes Bild, ein altes verschwommenes, verpixeltes Bild
echt wieder modern. Also das ist jetzt ein bisschen eigener Artstyle. Wie gesagt, draußen werde ich ankündigen, wenn wir mal schön die Natur sehen, wie es denn real ohne den aussehen würde. Das heißt, falls es euch ein bisschen komisch vorkommt, versucht euch dran zu gewöhnen. Ich mag den Filter ganz gern, vor allem kann man jetzt auch auf 4K aufnehmen und auf einem 4K großen Fernseher, also auf 4K Auflösung und einem großen Fernseher sieht es tatsächlich gut aus. Gut, jetzt habe ich wieder zu viel gelabert, jetzt wollen wir mal Sachen andrücken. Ins Bett kann ich nicht mehr, so ein Jammer. An den PC? Lukas, schalte den PC ein. Also ich muss ja nicht mehr reden wie Professor Eich. Was willst du tun? Schauen wir mal ins Itemlager. Item nehmen. Da ist ja ein Trank drin. Die KP eines Pokémon werden um 20 Punkte aufgefüllt. Das werde ich nur einmal vorlesen. Merkt euch das, was ein Trank macht. So. Was willst du tun? Briefbox. Hier ist kein Brief. Na, zumindest keine Rechnung. Dann mach mal den PC wieder aus. So, ein Regal. Wow, Unmengen Bücher über Pokémon. Ich muss ziemlich schlau sein. Das ist eine schöne gefertigte Anrichte. Es passen eine Menge Sachen hinein. Achso, vielleicht noch eine kleine Info, werdet ihr schon gemerkt haben. Ich merke das allerdings gerade noch nicht. Ich habe aber eine Testaufnahme gemacht. Damit das Bild nach 16:9 aussieht, werde ich es ein bisschen strecken. Das heißt, unten und oben wird ein bisschen, also ich werde ein bisschen reinzoomen und das entsprechend mit Magie auf 16:9 Format bringen. Das heißt, oben und unten ist ein bisschen was abgeschnitten. Das ist aber nicht so wichtig. Ich achte darauf, dass keine Information verloren geht. Sieht eventuell nur mal ein bisschen weird aus, wenn ich ein Menü oder so öffne. Luca spielt NES. Okay, die Reise kann beginnen. Na gut, das war aber eine kurze Soft-Session. Eine Nachricht. Wenn du nicht weiter weißt, rufe das Hilfemenü durch. Drücken der L- oder R-Taste auf. Gut, das machen wir vielleicht gleich mal. Der Text ist mir ein bisschen langsam. Haben doch sicher Optionen. Texttempo 3. Kampfstil, Wechselton, Mono, was auch immer. Rahmen. Wir können den Rahmen festlegen. Ich erinnere mich. Ich glaube, da es die feuerrote Edition ist, nehme ich auch den feuerroten Rahmen. Sehr schön. Da ist ja meine Mama. Hallo Mama. Richtig, irgendwann gehen alle Kinder fort, um ein Abenteurer zu... erleben. Also ich dachte, um ein Abenteurer zu werden. Na gut. Professor Eich von nebenan hat nach dir gefragt. Na gut. Da müssen wir wohl dahin. Was läuft im Fernsehen? Im Fernsehen läuft ein Film. Vier Jungen laufen ein Bahngleis entlang. Den Film kenne ich schon. Ich mache mich besser auf den Weg. Ein Mülleimer. Die Teller sind ordentlich aufgeräumt. Ich habe den Schrank angeklickt. Den Mülleimer, damit kann ich gar nicht interagieren. Eine Spüle. Es riecht lecker. Jemand hier muss gekocht haben. Okay. Das ist dann so eine kleine Herdplatte neben der Spüle. Passiert bei der Spüle auch. Ein Dekobaum. Noch ein Dekobaum. Gut, dann sind wir hier drin tatsächlich fertig. Alabastia. Ach, ist das nicht schön. So, jetzt würde ich kurz mal euch zeigen, wie das Ganze ohne Filter aussieht. Einen Moment. So sieht das Ganze ohne Filter aus. Ist ein bisschen verpixelt und sieht nicht mehr wirklich gut aus. Deswegen werde ich jetzt zurückcutten. So, wir sind wieder da. Sieht doch viel besser aus. So, den ohne Filter werde ich das nicht spielen. So, können wir mit ihr reden? Ist das richtig? Sieh nur. Drücke Start, um das Menü aufzurufen. Danke für den Tipp, das wusste ich aber schon. Der hat mein BMI. Wieso kann ich nicht? So. Die Technik heutzutage ist unglaublich. Man kann sogar Items und Pokémon via PC lagern und wieder abrufen. Das mit den Items habe ich auch schon rausgefunden. Hier ist hier noch ein Schild. Professor Eich, Pokémon-Labor. Dann wollen wir mal rein. Ich bin Professor Eichs Assistent. Ich studiere mit ihm die Pokémon. Professor Eich ist eine Kapazität auf dem Gebiet der Pokémon. Unter Pokémon-Trainern genießt er ein sehr hohes Ansehen. Ich glaube, das heißt einfach Trainern im Deutschen und nicht Trainern. Ich denglische wieder, das tut mir leid. Ich bin Professor Eichs Assistent. Ich studiere mit ihm auch die Pokémon. Na gut. Zwei Assistenten sehen gleich aus, haben dieselbe Line. Und da ist Kevin.
Hi Kevin. Hallo Lukas, Opa ist gerade nicht da. Ach, ich bin mit seiner Stimme nicht zufrieden. Hallo Lukas, Opa ist gerade nicht da. Die gefällt mir für ihn. Na gut, dann suchen wir mal nach seinem Opa. Ich hoffe, ich erinnere mich an all die Stimmen, die ich den Charakteren im Moment gebe. Wer ist das? Haus von Kevin, oh je. Mutter von Kevin, na das geht ja. Hallo Lukas. Kevin wartet in Opas Labor. Ja, den haben wir schon getroffen. Hey, euer Haus sah doch auch groß aus. Wieso habt ihr keine Treppe? Ich glaube, hier muss ich aber nicht überall rumfuhrwerken an deren Einrichtungsgegenständen. Ich weiß ja, dass es hier lang geht. Warte, geh nicht raus. Draußen ist es gefährlich. Wilde Pokémon leben im hohen Gras. Du brauchst eigene Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir. Alles klar, Professor Eich. Opa, ich will nicht länger warten. Ah, ich krieg die Stimme gerade nicht hin. Kevin, lass mich nachdenken. Ah, richtig, ihr solltet ja zu mir kommen. Wartet einen Moment. Hier, Lukas. Dort liegen drei Pokémon. Aha! Sie befinden sich in den Pokébällen. In meiner Jugend war ich ein engagierter Pokémon-Trainer. Jetzt, da ich alt bin, habe ich nur drei Pokémon übrig. Aber ich gebe dir eins ab. Wähle. Halt! Opa, und was ist mit mir? Habe ein wenig Geduld, Kevin. Auch du sollst eins bekommen. Jetzt die interessante Wahl. Ich nehme Glumanda. Ah, Bisasam soll es sein. Es ist leicht zu trainieren. Nein. Ah, Shiggy soll es sein. Es ist das Training wert. Nein. Nein. Ah, Glumanda soll es sein. Trainiere es geduldig. Ja. Lukas, du möchtest also das Feuer-Pokémon Glumanda. Ja. Dieses Pokémon ist wirklich energiegeladen. Ich erhalte ein Glumanda. Ich bin ja so überrascht. Wollen wir dem Glumanda einen Spitznamen geben? Besser nicht im Moment. Nein. Bin so unkreativ. Ich nehme dieses hier. Kevin erhält Shiggy. Na gut. Kann ich gehen? Warte, Lukas. Lass uns unsere Pokémon testen. Komm schon. Ich fordere dich heraus. Ich glaube, Kevin ist allgemein ein bisschen langsam. Wie ich im Real Life. Er hat sogar meine Frisur. Eine Herausforderung von dem herausgeforderten Kevin. Shiggy wird von Rivale Kevin in den Kampf geschickt. Das werde ich auch nicht jedes Mal vorlesen. Wir wissen ja dann, wie es geht. Los, Glumanda. Oh, um Himmels Willen. Aufdringlich wie immer. Lukas, dies ist dein erster Pokémon-Kampf, nicht wahr? Ein Pokémon-Kampf findet statt, wenn Trainer mit ihren Pokémon gegeneinander kämpfen. Oh, das macht Sinn. Der Trainer, dem es gelingt, die Pokémon des anderen Trainers zu töten, indem er ihre KP auf 0 bringt, gewinnt. Aber darüber zu reden hilft nicht, du musst selbst deine Erfahrung machen. Kämpfe und lerne. Kampf, Kratzer. Ich setze Kratzer ein. Dem Gegner Schaden zuzufügen ist der Schlüssel zum Sieg. Hey, wieso kämpft er zurück? Nochmal Kratzer. So ein Arsch. Kratzer. Alter, ich kratze dir einen Rücken auf. Wie geht das Culture Candela-Lied weiter? Zeig mir deine Piercings. Ah, in Schattenreich geschickt. Nee, die sterben ja nicht. Die sind nur K.O. und können dann wieder reanimiert werden. Alles relativ tierschonend.
Wir haben Level 6 erreicht. Unser Max-KP ist um 2 gestiegen. Unser Angriff um 1, unsere Verteidigung um 1. Unser spezieller Angriff auch um 1, unsere spezielle Verteidigung auch um 1 und unser Initiativwert um 2. Das ist das letzte Mal, dass ich die Stats vorlese, die interessieren mich nicht so. Wir machen das hier nicht professionell, wir machen das zum Spaß. Spieler besiegt Rivale Kevin. Wie viel Geld kriege ich? Was? Was? Unmöglich. Ich habe mir das falsche Pokémon ausgesucht. Ich gewinne 80 Poké-Dollar. Grandios. Bei einem Sieg erhältst du ein Preisgeld und deine Pokémon werden stärker. Kämpfe gegen andere Trainer und stärke so deine Pokémon. Der Opa ist so hilfreich. Okay, ich werde meine Pokémon trainieren, damit sie stärker werden. Lukas. Opa. Wir sehen uns später. Ich bin sehr zufrieden mit der Stimme. Darf ich noch mit dir reden, Opachen? Lukas, wenn du dein Pokémon kämpfen lässt, wird es stärker. Dankeschön. Hier liegen doch die Pokédexe. Her damit. Es sieht wie ein Lexikon aus, aber die Seiten sind unbeschrieben. Ja, ich frag mich warum. Na gut, dann gehen wir mal ins hohe Buschwerk und kämpfen ein bisschen. Hui. Oder reden erstmal mit dem Typen da. Hi, ich arbeite in einem Pokémon-Supermarkt. Wir verkaufen viele praktische Dinge. Du findest unseren Laden in Vertania City. Am besten gebe ich dir ein Werbegeschenk. Hier bitte. Trank erhalten. Ja, gib mir noch eins. Okay, wir haben das in Beutel gesteckt. Das habe ich nicht vorgelesen. Das entspricht aber den Tatsachen. Ein Taubsi. Ich habe hier noch gar keine Pokébälle. Was mache ich hier? Kratzer. Nochmal Kratzer. Ja, das funktioniert doch schon super. Hey, hat ein Volltreffer gelandet. Hätte ich jetzt einen Pokéball, würde ich es fangen, aber das können wir ja noch nicht. Gehen wir mal bis zu Level 7 und dann können wir weitergehen. Hoffentlich werde ich nicht gleich K.O. gehauen. Normalerweise würde ich jetzt zu meiner Mama gehen und mich heilen lassen, aber wir haben ja zwei Tränke parat. Ratscha. Wird dann deutlich spannender, wenn wir mehr Attacken können. Komm schon, nur kein Volltreffer. Wird das reichen? Ne, ich verschwende einen der Tränke. Ich kann nicht gleich am Anfang in dem Spiel draufgehen. Das wäre mir zu peinlich. Taubsi setzt Tackle ein. Nee, ich wollte nicht mehr in den Beutel. Ich wollte es kratzen. Hui, ein Volltreffer. Nee, nicht mal. Level 7. Und wir erlernen Glut. Damit kämpft sich gegen diese Vögel deutlich leichter. Ah, dann kämpfen wir nochmal. Wir sind ja gerade voll vitalisiert. Dann muss ich gar nicht zu Mama rennen und mich heilen lassen. So. Den können wir jetzt ein bisschen einheizen. Das ist doch schon viel besser. Dann können wir sogar bis Level 8 spielen und dann sind wir bereit für die Gefahren, die so vor uns liegen. Denke ich mal. Ewig her, seitdem ich das Spiel gespielt habe. Da war ich ja noch ein kleiner Lukas. Da war ich aber auch schon introvertiert, also. Ja. Manche Dinge ändern sich nicht. Eine Ratte, ein Radfratz. Und dann heizen wir dem auch ein. Hui. Ein Rutenschlag gegen uns, dadurch sinkt unsere Verteidigung. Ein Glück brauchen wir aktuell nur den Angriff. So, ein, zwei Pokémon noch und dann gehen wir zu Mama und lassen uns wirklich heilen. Noch einen Trank verschwende ich nicht. Ich glaube, gegen Kevin werde ich den brauchen, weil in den Spielen war der noch ein richtiger kleiner Mistkerl, der mich öfter mal fertig gemacht hat. Ah, damals war ich ja noch ein kleines Kind, das sich sehr viel mit Pokémon beschäftigt hat, also keine Ahnung. So.
Es lohnt sich leider immer noch nicht, zurückzugehen und uns einmal heilen zu lassen. Deswegen mach mal einfach noch so viel, bis wir es gar nicht mehr aushalten vor Schmerzen. Und dann können wir ja auch ein bisschen leveln. In Zukunft werde ich am Ende einer Episode wahrscheinlich ein bisschen Zeit nutzen, um zu grinden. Also in Anführungszeichen ein, zwei Level draufsetzen auf unser Starter-Pokémon oder zumindest auf das Team. Das würde ich dann nicht let's playen, das muss nicht sein. Die Kämpfe sind hier noch relativ undynamisch. Das heißt, wir kriegen das Pokémon-Spiel mit, aber diesen ganzen grindigen Aufwand versuche ich ein bisschen fern von euch zu halten. Aber eben, dass kein Content verloren geht. Nur jetzt am Anfang. Und dann Kämpfe werden wir genug haben mit den Trainern und generell den Pokémon, die uns auf dem Weg begegnen. Nur halt ein bisschen das Trainieren, was ich jetzt mache, würde ich eben drauf verzichten, das alles zu zeigen, weil so viel fällt mir währenddessen auch nicht zu sagen ein, wenn die Story nicht progressed. Deswegen, bevor wir hier über Politik reden müssen, ja, werde ich das einfach ans Ende von einer Episode hängen. So, ich denke, das reicht. Wir lassen uns einmal hochheilen und dann gehen wir mal weiter hier. Ich hoffe, das funktioniert noch, aber eigentlich war es immer so, dass wenn wir nach Hause gehen und unsere Mutter kindmäßig belästigen, nicht das andere belästigen, dann heilt die uns. Lukas, du solltest eine kurze Pause einlegen. Dankeschön. Sehr gut. Du und deine Pokémon sehen großartig aus. Achte auf, habe ich weggeklickt. Ich bin einfach zu schnell am Arbeiten meines Game Boy Advanced, auf dem ich das hier definitiv aufnehme in 4K. Hab einfach so ein, wie heißt das Ding, so ein HDMI Capture Card angeschlossen. Das funktioniert schon alles. Das war Sarkasmus. Oder war es das? Höchstwahrscheinlich. Glaub, die Game Boy Advance hat noch keinen HDMI-Anschluss. Aber vielleicht habe ich einen passenden Adapter. Oder nicht. Wer weiß das schon so genau? Und mit dem haben wir geredet. Haben wir das Schild gelesen? Ich weiß es nicht. Route 1. Alabastia nach Vertania City. Wir hatten es nicht gelesen. Beinahe wäre uns der Content hier entgangen. So, auf nach oben. Auf in die Schlacht gegen das Taubsi. Ich wünschte so langsam, dass ich Pokebälle hätte. Ich mag Taubsis. Mein liebstes Vogel-Pokémon am Anfang. Was ich hasse, ist Wingull. Wenn ihr irgendwann ein anderes Pokémon-Spiel spielen, wo es die gibt immer am Anfang. Ich hasse die. Ich hasse Möwen. Kann ich gar nicht leiden. Tut mir leid, falls ich Wingull-Fans jetzt beleidige, aber einfach nicht mein Pokémon. Da ist ja noch so ein Knirps. Siehst du die Stufen hier? Du kannst nicht hinaufklettern, dafür aber herunterspringen. So kommst du viel schneller nach Alabastia zurück. Dankeschön. Weiß gar nicht, ob das ein kleines Kind war. Hat auf jeden Fall wie eins geklungen. Los, Glumanda.24 EP-Punkte. Allein dafür. Hätte ihn Kammerjäger nennen sollen. Wenn er die Ratten hier so schön verkohlt. War auch nie ein besonders großer Freund von Radfratz. Auch nicht mein Pokémon. Ja, ist ja gut, Taubsi. Hör auf zu nerven. Sjö. Hätte ich unten im Gras gar nicht so viel trainieren müssen. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Hätten wenigstens ein Item da verstecken können. Vertania City und ein Schild. Tipps für Trainer. Die Attacken der Pokémon werden durch ihre Angriffspunkte AP limitiert. Um die AP wieder aufzufüllen, musst du die Pokémon in ein Pokémon-Center bringen. Ist das nicht schön, dass wir das jetzt endlich wissen? Hab ich in der feuerroten Edition eigentlich Turbo-Treter? Also irgendwie, dass ich schneller rennen kann? Aktuell natürlich noch nicht, aber irgendwie später, vielleicht ein Fahrrad. Ich erinnere mich nicht. Gut, einmal obligatorisch ins Pokémon Center. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Ja,
Okay, ich nehme deine Pokémon für einen Moment in meine Obhut. Danke, deine Pokémon sind wieder fit. Komm jederzeit wieder vorbei. Danke, mach ich, Schwester Joy. Das war das letzte Mal, dass ich diesen Pokémon-Dialog vorlese. Ich werde in Zukunft einfach draufhämmern. Hier ist ein alter Wanderer. Wie klingt denn der? Du kannst den PC in der Ecke dort drüben benutzen. Darauf hat man mich am Empfang freundlicherweise hingewiesen. Ja, das war nicht seine Stimme. Ich weiß nicht. Wenn ich improvisiere, dann kommt halt sowas bei raus. Im Pokémon Center kannst du müde, verletzte und besiegte Pokémon heilen. Es gibt in jeder Stadt ein Pokémon Center. Dort behandelt man deine Pokémon kostenlos. Wir nehmen einfach mal an, dass er so gesprochen hat. Hier oben ist dann die dieses Multiplayer-ähnliches Spielerlebnis, auf das wir aus mehr oder weniger technischen Gründen verzichten. Obwohl, ich habe noch so ein Link-Cable irgendwo rumliegen. Mal sehen, ob ich das an meinen Emulator rangedengelt bekomme. Ich muss ja tatsächlich husten. Na gut, das Wichtigste als, ja, jetzt nach fast 25 Minuten, einmal speichern. Ah, steht ja 21 Minuten drin, okay. Ich habe das Spiel gespeichert. Wunderbar. Das speichert nicht automatisch, deswegen muss man das hier schön manuell machen. Diese Pokebälle an deinem Gürtel zeigen mir, dass du Pokémon besitzt. Es ist klasse, dass man jederzeit Pokémon tragen und einsetzen kann, nicht wahr? Ja, finde ich auch klasse, aber du hast dich ein bisschen verzählt. Ich habe nur eins. Möchtest du etwas über die zwei Raupen-Pokémon erfahren? Nicht wirklich, aber sag mal. Raupi ist nicht giftig, aber Hornliu, achte auf seinen Giftstachel. Okay. Das war ein Funfact. Ich kann Pokebälle kaufen. Kommst du aus Alabastia? Professor Eich schickt dich, oder? Seine Bestellung ist angekommen. Holst du das Paket für ihn ab? Wir erhalten Eichs Paket. Wir packen Eichs Paket in die Basis-Item-Tasche. Pokebälle her. Okay, grüße Professor Eich von mir. Ich muss Tränke kaufen. Man weiß nie, wenn ein Pokémon schnell geheilt werden muss. Dieser Laden führt viele Gegengifte. Ich dachte, es gibt nur ein Gegengift. Wäre interessant, wenn es unterschiedliche Gifte in Pokémon gäbe. Ah, wir können noch das Haus kurz rein und dann ab zu Eich. Puh, ich versuche meine Notizen auswendig zu lernen. Oh, das ist schwierig. Ah, das ist eine Schule. Okay. Lies sorgfältig den Text auf der Tafel. Muss ich, Frau Lehrerin? Die Tafel zeigt Statuswechsel der Pokémon während des Kampfes an. Welches Thema möchtest du lesen? Wir haben Schlaf, wir haben Gift, wir haben Paralyse, wir haben Brand, also Pokémon schläft, Pokémon ist vergiftet, paralysiert, es brennt oder es ist gefroren. Alles gelesen, mehr Details braucht man nicht. Wir lernen das direkt im Kampf, so wie es sein soll. So, was ist hier oben noch für ein Schild? Bertania City, das immergrüne Paradies. Oh, der Opa ist umgekippt. Du kannst hier nicht durch. Das ist ein Privatgelände. Großvater, sei nicht so gemein. Er hatte noch keinen Kaffee. Oh, armer Opa. So, mein Papa mag Pokémon auch sehr gerne. Habitak. Das Willi heißt. Interessant. Es macht Spaß, sich Spitznamen auszudenken, aber es erfordert viel Einfallsreichtum. Einfache Namen kann man sich leichter merken. Danke, das gleiche gilt für Passwörter. Ich glaube, einfache Passwörter sind nicht so sicher, deswegen wähle ich auch komplizierte Pokémon-Namen. Da oben haben wir eine Arena, aber ich glaube, die ist sogar eine der letzten, die wir bespielen können. Können wir hier noch nach links? Ich glaube, wir werden zurückbeordert. Route 22, nee, das lass mal erstmal sein. Zumindest jetzt im Moment. Übergebt mal Eich erstmal hier seine Lieferung von Druckershop.
damit der auch wieder was zu lachen hat. So. Wer die Anspielung nicht versteht, der möge googeln oder es auch nicht tun. Ja, so viel dazu. Los. Los. Verbrennen. Verbrennen sie alle. Die klingen ja schon wie ein Targaryen. Wie gesagt, die sind ja nur leicht ohnmächtig, kommen irgendwann später wieder zu Bewusstsein und es geht ihnen wunderbar. So, auf zu Professor Eich. Hallo Lukas, wie geht es dem Pokémon? Es scheint dich sehr zu mögen. Du musst als Pokémon-Trainer sehr talentiert sein. Du hast etwas für mich? Ich übergebe mich auf das Eich und das Paket. Ah, auf diesen Spezial-Pokéball warte ich schon lange. Vielen Dank. Opa! Warum hast du mich hierher bestellt? Das war nicht seine Stimme. Ach ja, ich habe eine große Aufgabe für euch. Auf dem Tisch dort seht ihr eine Erfindung von mir, den Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Lukas, Kevin, diese beiden sind für euch. Wir erhalten einen Pokédex von... Es reicht nicht, Pokémon zu sehen, um detaillierte Informationen über sie zu sammeln. Du musst sie anfassen. Du musst sie fangen. Benutze das hier, um wilde Pokémon einzufangen. Wir erhalten 5 Pokébälle. Wir tun die in die Pokéballtasche. Taucht ein wildes Pokémon auf, so kannst du es fangen. Werf einfach einen Pokéball und versuche es. Doch du wirst oftmals keinen Erfolg haben. Ein gesundes Pokémon entkommt schnell, man muss schon etwas Glück haben. Ein Lexikon über alle Pokémon der Welt. Punkt, Punkt, Punkt. Das war immer mein Traum. Aber ich bin zu alt. Ich schaffe es nicht mehr. Also bitte ich euch, meinen Traum zu verwirklichen. Macht euch auf den Weg. Dies ist eines der bedeutendsten Projekte in der Geschichte der Menschheit, der Pokémon. Alles klar, das ist nicht seine Stimme. Alles klar, Opa. Überlass es ruhig mir. Lukas, es tut mir leid, aber ich brauche deine Hilfe. Nicht. Genau, ich leihe mir von meiner Schwester eine Karte. Und dir soll sie keine geben, Lukas. Ah. Das war die Stimme. Na gut. Aber ich denke, wir sind am Ende von dieser Episode angelangt. Ich habe das Spiel gespeichert. Ich habe den Speicherstand überschrieben. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns bei der nächsten Episode.